Herzlich willkommen in unserer neuen Ausstellung Eyes Wide Open, Stanley Kubrick als Fotograf. Wir zeigen in dieser Ausstellung 15 der wichtigsten Foto-Essays, die Kubrick zwischen 1945 und 1950 für das Look Magazine gemacht hat. Ich gehe mit Ihnen vielleicht gedanklich jetzt kurz die einzelnen Räume durch. Die Ingrid hat es ja schon angeschnitten, dieses allererste Foto ist auch der Ausgangspunkt unserer Ausstellung. Auf diesem allerersten Foto, das in einer Vitrine im ersten Raum zu sehen ist, ein Zeitungsverkäufer, der in seinem Kiosk sitzt und ganz deprimiert sein Gesicht in die Hand stützt und auf die Schlagzeilen schaut, die den Tod von Präsident Roosevelt verkünden. Das Spezielle an diesem Foto ist, dass es anscheinend alles andere als ein Schnappschuss ist, sondern eine Regiearbeit, die der ganz junge, nur 16-jährige Kubrick mit diesem Zeitungsverkäufer schon gemacht hat. Das heißt, er wusste ziemlich genau, welches Bild er wollte und hat es dementsprechend inszeniert. Das ist auch der Grund, warum wir im Zusammenhang mit dieser Ausstellung nicht über Fotoreportage sprechen. Also diese Fotografien, die Sie hier sehen, sind kein "So ist es gewesen", keine Reportagen, sondern es sind regelrechte Fotoessays. Die Fotografen bei Look wurden von den Editors angehalten, also in filmischen Kategorien zu denken, und viele dieser Fotoessays sind wirklich in einzelnen Szenen aufgebaut und insofern auch schon sehr nah dran am filmischen Medium. Was Kubrick uns zu sehen gibt, sind Blicke, und das kennen Sie ja auch alle von seinen Filmen, Blicke auf möglichst perfekt komponierte Tableaus. Das können Sie in ganz vielen Fotografien nachvollziehen, glaube ich, hier herinnen. Sie haben zum Beispiel hier im großen Raum hinter mir eine Reportage, die er in einem Zirkus macht, How the Circus Gets Set ist die betitelt, und Sie sehen zum Beispiel in dieser Fotografie mit dem Zirkusdirektor, dass er auch immer wieder Anleihen nimmt, zum Beispiel in diesem Fall an der konstruktivistischen Fotografie der 20er Jahre. Also diese Fotografie wirkt ja wirklich, wie wenn er ein Lineal angelegt hätte. Die einzelnen Teile sind ganz genau austariert und aneinander geklebt, wie bei einer Collage. Es war mir wichtig, in der Ausstellung auch das Look Magazine im Original-Layout zu zeigen. Wir haben auch im Katalog das erste Mal jetzt den Fall, dass wir eben diese Layouts neben den Fotostrecken präsentieren, weil diese Fotografien eigentlich für ein Zusammenspiel aus Bild und Text angelegt waren. Für Kubrick war diese Arbeit bei Look auf jeden Fall sowas wie die perfekte Vorschule für seine Filme, würde ich sagen. Also besser ist es nicht gegangen. Er hat 300 Fotoessays gemacht für Look und hat also 300 Mal die Möglichkeit gehabt, eine visuelle Geschichte zu erzählen. Ich entlasse Sie noch mit einem Zitat, das ich finde, passt wie die Faust aufs Auge. Und zwar lautet dieses Zitat von Kubrick: "Real is good, interesting is better." Das ist ein Zitat, das im Zusammenhang mit seinen Filmen sehr oft vorgekommen ist, und das passt auch auf diese Fotografien. Er meint damit, die Realität ist gut und schön, aber wenn er in seinen Fotografien etwas machen kann, was interessanter ist als die Realität, ist das auf jeden Fall legitim. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Ausstellungsrundgang und vielen Dank. Stanley war ein Fotograf und blieb ein Fotograf. Das hat sich eigentlich nie geändert. Und wenn Sie seine Filme sehen, dann bemerken Sie viele Dinge. Technisches, aber auch Tiere und Kinder. Schauen Sie sich das alles mal an. Lauter große Katzen und Affen und auch viele Kinder in den Fotos. Und eine große Katze spielt eine riesige Rolle in dem Film 2001. Und die Fotografie, die erkennen Sie andauernd. Denken Sie nur an seinen letzten Film Eyes Wide Shut. Da kam uns Weihnachten zu Hilfe, denn wir haben die Weihnachtsdekorationen benutzt, um den Set zu beleuchten, damit man völlige Freiheit hat mit der Kamera, 360 Grad manchmal konnte man rumlaufen, und man hatte keine zusätzlichen Lichter, nur praktisches Licht. Ja, dann fällt mir natürlich noch ein, wenn ich an Stanley denke und an Wien, dass eine große Liebe zu Arthur Schnitzler bestand. Bereits 1970 hat er die Rechte erworben zur Traumnovelle. Ein ausgesprochen schwieriger Stoff, für ihn schwierig. Und er wusste auch, dass Sigmund Freud, der Arthur Schnitzler, seinen Doppelgänger nannte. Er war sich also dieses Gewichtes durchaus bewusst, hat 30 Jahre lang an dem Stoff gekaut, immer wieder angefangen, immer wieder zurückgelegt. Er hatte bereits 1970 einen Vertrag mit Warner Brothers und hat aber das dann nicht gemacht. Dann kamen die 80er Jahre, da hat er sich vorgestellt, er macht den Film mit Woody Allen in der Hauptrolle als jüdischer Arzt in New York.
Auch das hat er dann fallen gelassen, weil er nicht zufrieden war mit seinem Drehbuch. Und schließlich, ganz am Schluss, hat er dann gemacht Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut ist die Traumnovelle. Sehr dicht am Buch, kaum verändert, außer dass es in New York stattfindet und natürlich in Englisch. Aber das war ihm egal, denn das Entscheidende für ihn war der Inhalt und nicht der Ort. Er empfand diesen Film als eigentlich seine größte Lebensleistung. Und dies sind alles Gedanken, die mich jetzt auf mich hereindrängen, wenn ich diese Fotos sehe. Denn das war ja lange vor meiner Zeit. Ich habe erst seit 1969 mit ihm gearbeitet. Und Christiane Kubrick vermutlich ist sehr viel näher dran. Sie hätte ja jetzt inzwischen ihre diamantene Hochzeit, so heißt es, glaube ich, 60 Jahre verheiratet, nicht? Lebte Stanley noch und leider ist das nicht der Fall. Aber ich stelle mir vor, dass er also jetzt auf uns herunterblickt und höchst erstaunt ist, dass diese Jugendarbeit nochmal so geehrt wird und zudem auch sein ganzes Lebenswerk so geehrt wird, denn wir haben gerade in Krakau zum 11. Mal die große Kubrick-Ausstellung eröffnet. Sie war vorher in Los Angeles und in Rom und in Italien und in Frankreich und in Amsterdam und wo auch immer. Es waren die 11 Städte und wer weiß, vielleicht kommt es auch einmal nach Wien. Es wäre ja schön. Das ist eine riesige Ausstellung über sein ganzes Lebenswerk und völlig anders würde das hier sehr ergänzen. Gut, das ist eigentlich alles. Jetzt wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß und sehen Sie, wie sorgfältig Kubrick gearbeitet hat. Und ich werde oft gefragt, was war, hat er sich denn vor irgendetwas gefürchtet? Und meine Standardantwort darauf ist, ja, Mittelmaß. Mittelmaß hat er gefürchtet. Und ich bin sehr froh, dass es ihm gelungen ist, dass alle seine Filme tatsächlich bleiben. Paths of Glory, Dr. Strangelove, 2001, das ist alles gültig heute und für eine zukünftige Generation. Aber das ist ja eigentlich nichts Besonderes, wenn man denkt, dass alle großen Künstler eben genau diese Qualität teilen, die bleiben. Ob es nun Van Gogh ist oder Mozart oder Richard Strauss oder Thomas Mann, das spielt eigentlich keine Rolle, oder Ingmar Bergman oder Charlie Chaplin. So, und ich bin sehr stolz, das für einen Mann gearbeitet zu haben, der in diese Reihe gehört. Vielen Dank. Ja, gestern ist mit Maria Lasnik eine der bedeutendsten internationalen Künstlerinnen gestorben. Sie war mit dem Haus hier verbunden, sie ist Bestandteil unserer Sammlung. Sie war wiederholt mit Werken in Ausstellungen vertreten. Ich möchte nur sagen, wir gedenken ihrer in Freundschaft und in großer Bewunderung. Dankeschön.